Aber ganz gut, dass sie zurückgegangen sind, so konnte ich zumindest. Das sind die riesigen Heiltränke, okay. Ja, warum habe ich da nicht früher dran gedacht? Dass ich da unten ja auch noch die ganze Leiste habe. Ja, ab und zu sind diese Spiele echt nicht meine Stärke. Ich spiele sie einfach zu unkonstant, sagen wir es so. Und das merkt man ab und zu. Ich spiele sie gerne und ich weiß auch ungefähr, was ich tue. Ja, aber so an sich. So, noch mehr, oh mein Gott. Okay, hier muss ich mal kurz wieder raus. Kann ich viel schneller schießen, das. Ja, Mann. Das war wichtig. Nein, da will ich gar nicht hin. Oh mein Gott, bist du jetzt ernsthaft da durchgelaufen? Sind unsere großen Freunde hier? So, jetzt kann ich auch ein bisschen besser spammen. Viel angenehmer. Geht das nicht schneller? Erste Puppe ausgeschaltet, drei bleiben noch. Kommt auch weg. So.
Da hinten ist auf jeden Fall irgendwo Magier. Oder so ein Spawner. Dann war es wohl doch nur ein Spawner. Ich komme nicht weg, ich komme nicht weg, ich komme nicht weg. Einfach draufballern erstmal. So, letzte Pumpe. So macht das Ganze mehr Spaß. Aber das war doch noch nicht alles hier. Oder doch? Na, gut, im Großen und Ganzen schon. Aber noch ein paar kleine Gegner. Hier sind noch 100 Gold. Aber sonst. Perfekt. Kommen wir hier auch wieder raus und die Quest abschließen. Wollte ich gar nicht. Elementarschaden sind nicht so wichtig. Noch mehr Angriff. Ist hier irgendwie so ein vampirischen Schuss oder so? Irgendwas, das Leben abzieht. Dornwall, brennender Sprung. Der Atem. Will ich jetzt mal ausprobieren und auf 6 mache ich dann mal die Risiken. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Okay, das ist auch cool. Ich dachte, muss ich erstmal hochleveln, bevor ich dann da diese Fähigkeit aktiv nutzen kann. Hier geht's raus. Einen Schluck trinken. Mich erstmal voll kleckern, auch schön. Jetzt ist meine ganze Hand nass, ey. Danke. Ihr habt es geschafft. Ich habe die S-Ruhe-Maschinen zerstört. Euer Erfolg übersteigt meine kühnsten Hoffnungen. Dank euch ist Zellpesh jetzt wesentlich sicherer. Ich danke euch vielmals und gebe euch zur Belohnung das hier. Ich nehme das hier. Und leg das einfach mal direkt an.
Wow. Ich habe mich gerade schon gefreut und habe ich gesehen, welche Stufe ich dafür brauche. Aber okay. So. Aber wir sind schon auf dem halben Weg auf zu Stufe 31, oder? Kann ich die Stufe hier irgendwo eigentlich sehen? Ein leeres Viertel? Nein, 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 nein. Ja gut, dann nicht. Aber auf jeden Fall, ich glaube, Richtung 41. 31 meine ich. 41 wäre schon schön. Aber hier müsste ich jetzt eigentlich gut klarkommen. Wahrscheinlich wieder so ein riesiges Gebiet, glaube ich. Jo, was bist du denn für einer? Geräusche. Ich will mal kurz nach Zeripesh. Und mein Inventar nochmal ausräumen. Da ist mein Guthändler. Du gehst weg, du gehst weg, du. Du. Und du auch. So, und die Kisten waren hier. Das ist mein Lager. Kann ich jetzt mittlerweile auch weggeben? Das kann ich weggeben. Dann kann ich den ganzen Schmodder hier auch wieder verkaufen. Weil die brauche ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Dann auf zur Salzöde. Schädelmalmer. Oh, das ist, glaube ich, schon wieder so ein riesiges Gebiet, oder? Kann ich auch, guck mal. Aber meine verfolgen irgendwie nicht so lustig wie seine. Aua. Wo ist das Nest? Oh, ein Sandkoloss. Ich habe ein bisschen Angst vor dem. Aua. Auch gut, dass er sich da oben selbst eingeschlossen hat. Na, ich will dann den toten Abenteurer ran. Was haben wir hier hinten noch? Ich grüße euch, unbedeutendes Wesen. Ah ja, ich kenne diesen Rüstmeister. Er kam zu mir und wollte wissen, wie man Wächter bindet. Aber ich gab seinem Drängen nicht nach. Da wandte er sich an meinen alten Feind, den widerwärtigen Ezrael Khan, der ihm solch abscheuliche Rituale nur allzu bereitwillig lehrte. Natürlich kann Ezrael Khan nichts tun, das ich nicht rückgängig machen könnte.
Schon mal sehr gut zu wissen. Was sie eurer Wächterin angetan haben. Natürlich müsstet ihr auch etwas für mich tun. Mein einzig wahrer Feind in dieser Wüste ist die Langeweile. Ich schlage euch einen Handel vor. Unterhaltet mich, indem ihr drei Aufgaben erfüllt. Falls, ich betone, falls eure Bemühungen mich gebührend amüsieren, werde ich eure Wächterin befreien. Eure erste Aufgabe. Begebt euch zur Sakwa-Hochebene und holt meine Lampe der Wunder von den Tutara zurück. Also, um die Welt zu retten, muss ich jetzt einen Djinn belustigen. Verstehe ich das richtig? Und das heißt, ihm ist alles scheißegal, außer seine, außer die Langeweile, die er hat. Sehr schön. Das ist interessant. Da ist soweit nichts mehr. Ja, Schreinerfähigkeitenmeisterschaft. Den nehme ich gerne mit. Hier ist ein Knochenhaufen. So. Skaras. Jetzt kann ich den hier auch noch. Mehr ist in dieser Ecke nicht. Und der Ecke ist auch, ja gut. Ja. Ach, da vorne ist noch einer. Kommst du jetzt hierher? Kommst du jetzt auf der Stelle hierher? Ach, das sind die schon wieder. So. Noch mehr? Noch ein Schädel. Ich nehme liebend gern gerade alles an Gegner mit, was geht. Thank you.
Es kommt da oft auf welche. Ja, natürlich. Kommt, die hole ich auch gleich mit raus. Hier haben wir soweit an. Ups, was ist das denn? Eine Kettenhaube, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Okay.